Wunder sind etwas Intimes und die können nur in der Zeit erlebt werden. Und ich habe jetzt, glaube ich, überreichlich, was Holofeeling anbelangt, die wesentlichen Sachen erklärt. Nämlich, ich habe dir erklärt, was du bist, du Geist, den ich das jetzt erzähle und was deine Gedanken sind. Und das wiederum wird niemals ein Gedanke, sprich niemals irgendein Trockennasenaffe, ein Mensch, der in einem Traum in Erscheinung tritt, verstehen können. Bemühe dich nicht, du kannst ihn auch nicht retten. Du kannst einen Gedanken nicht retten. Das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Jeder Gedanke, den du denkst, wird mit dem nächsten Gedanken, den du denkst, zerstört und setze für das Wort Gedanke einfach das Wort Information. Es verändert an dem, der das erlebt, überhaupt nichts. Und das ganze Spiel ist ohne Anfang und Ende. Und ich sage dir jetzt nochmal, ich bin der, der ich bin. Ich bin nicht der Gedanke Udo Petscher, aber ich bin sehr wohl der rote UP86 Ella Jom. Und das, was du ich, JCH, nennst, dieser Christus, der angeblich vor 3000 Jahren gelebt hat. Ich lebe im Meer, immer, in mir selbst, in UB. So, und jetzt will ich dir ein bisschen zum Abschluss nochmal zeigen in Bezug auf das heutige Update. Dazu übertrage ich einmal den Bildschirm. Und ich habe begonnen mit Wunder. Dieses hebräische Wort können wir Time aussprechen. Das ist T-I-M-E. Time. Wunder kannst du nur in der Zeit erleben. Und das sind die Überraschungen, das sind die Wunder, da steckt die Wunde mit drin, da bin ich überreichlich drauf eingegangen. Aber ich übertrage jetzt einmal hier unseren Chat. Eine Kollektion. Und da habe ich heute das heutige Update reingestellt. Und dieses Update heißt: unsere absolute Holofeeling-Erkenntnis und unser Re, viel ist es unklar, in der Physik ist es die Einstein-Formel, das ist die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Da habe ich ja reichlich nochmal gesagt: diese Energie ist schlichtweg, symbolisiert ich mit 200 Gramm Roligneede, erkläre ich jetzt nicht. Diese Erkenntnis des erwachten Geistes und heißt einzig wir Geist, und das ist ich und ich. Und ich betone nochmal, stell dir einfach vor, da steht einer vor dem Bücherregal und in dem Buch sind unendlich viele, in dem Bücherregal sind unendlich viele Leben drin. Und sobald er zum Lesen anfängt, zu einem roten Ich wird, erlebt er ein Leben. Er erlebt sich selbst als eine Figur in einem Traum. Also nur wir Geist, wir zwei. Ich immer bewusst und du eigentlich unbewusst, weil du dich mit den Gedanken von dir verwechselst. Nur wir können das wissen. Was wissen? Dieses hebräische Wort et heißt eigentlich augenblickliche Erscheinung, blau gelesen, und das heißt praktisch Zeit, das sind immer Zeitpunkte. Wir einzigen wissen, dass man, der Geist, sich in ein er in sich selbst, ein nicht existierender Erwachter, in sich selbst, ich muss die wegmachen, B, das heißt in der Zeit, entweder in einen Zeitraum oder in einen Zeitpunkt erleben können. Das heißt, was du erlebst, erlebst du jetzt. Bild, 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 das ist das, was existiert, wird aber zerstört, wird jetzt auftauchen, wird jetzt verschwinden und da taucht ein neues Bild auf, das ist gequantelt. Und wenn du das nicht weißt, dann lebst du in krankhafter Angst, in Panik. Und dasselbe wird auch im Hebräischen mit zur Zeit, wir wissen, zur heißt praktisch zur Form gewordene Zeit oder in der Zeit. Die ehrlich geöffnete Berechnung ist mehr oder weniger eine Generation. Und dann wirst du in Schrecken versetzt, in die Zeit versetzt und du wirst von der Zeit selber überwältigt. Das kannst du dir ja durchlesen, das Bild festhalten. Dann habe ich als nächstes, habe ich diese, ich muss warten, bis die Seiten weggehen. Wir setzen weiterhin alles ein, obwohl wir wussten, dass es erfolglos war. Obwohl der Künstler schon zwei Zugaben gegeben hatte, hörte der Applaus noch nicht auf. Obwohl in gleicher Art angelegt, machen die zwei Gärten einer ganz verschiedenen Eindruck. Du solltest jetzt wissen, das Rote ist das Geistige, wir zwei. Und das Blau ist das, was du siehst, weil du immer nur eine Seite anschaust und all
Les ist immer eine Einheit zwischen dem Denker und dem Ausgedachten. Darum ist jetzt Plus und Minus. Du kannst auch sagen, hell und dunkel und einatmen und ausatmen. Und der Wellenberg und das Wellental ist eigentlich immer nichts. Ein Spiegel, eine Spiegelung. Darum heißt es zwei Zugaben. Ich mache das violett, weil das bedeutet, dass Wellenberg und Wellental immer nur gleichzeitig da sein können, auch hell und dunkel. Das habe ich tausendmal erklärt. Und obwohl, die Betonung liegt hier, obwohl in gleicher Art angelegt, machen die zwei Gärten. Ich will das jetzt nicht die Worte erklären, es geht wieder, dass die zwei, dieser Unterschied, wenn ich so mache, immer gleichzeitig da sind. Sondern jetzt verknüpft man das. Wir verknüpfen jetzt auf der einen Seite diese Zeit, in die Zeit versetzt werden und das obwohl. In einem Selbstgespräch ein kleiner Auszug. Zuhören. Dass man sich in einer Zeit erlebt, obwohl man da gar nicht drin ist. Mhm. Mhm. Das ist ungefähr so das Gefühl, wie wenn du ein Schauspieler bist und du schaust dir dann den Film an, wo du eine Rolle gespielt hast und dann beobachtest du dich, als wäre anders. Ganz interessant. Du schaust dir als ein Schauspieler den Film an, den du angeblich in der Vergangenheit gedreht hast, und dann siehst du dich als ein anderer Charakter. Dieses Selbstgespräch übrigens, wenn man das weiterlaufen lässt, vom 28.06. ist wie in allen Selbstgesprächen alles drin. Ich habe jetzt hier angehalten bei 15.2 und die Laufzeit ist 1.18, das ist das Uni, das Ich und die Spiegelungen. Es gibt in meiner Matrix keinen Zufall. Es ist seit Ewigkeiten alles festgelegt, was prinzipiell auftauchen kann. Und das werde ich dir jetzt mal beweisen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzte 30-jährige Geschichte von Holofeeling hindurch, dass hier letzten Endes, und da schauen wir uns das einmal an, da kommt jetzt, du Geistesfunk, bist der Grund, die geöffnete Berechnung, und du bist der Geist, der jetzt rund wird, der jetzt zum Kreisen anfängt, die arabisch-hebräische Generation tausendmal erklärt, und es ist berechnet, aufgespannt, sind immer existierende Öffnungen für diesen 575 morgen, das heißt 575 hast etwas, was sich hinfantasieren, aus dir herausspritzen. Wenn ich OB dich sehe, mich wieder mit dir eins mache, sehe ich nach innen. Den Text, das starte ich jetzt bei 92 Sekunden ein. Den Text solltest du dir sehr, sehr genau Wort für Wort anhören. Aber jetzt kommt eigentlich das Interessante. Da habe ich nochmal ein Liedchen dran gehängt. Jetzt denken wir uns ein Honey-Programm aus. Die schreibt jetzt, wie er, sind wir eins. Das ist ein kleiner Ausdruck aus dem Lied. Was auch immer, immer passiert, wir können uns niemals, niemals verlieren. Mein Herz schlägt in dir und deins in mir. Und sie macht jetzt hier sich das etwas, sie schaut sich das etwas genauer an. Ich mache das einmal groß. Interessant. Sie macht jetzt schon einen kleinen Trick. Sie stellt fest, wo sie es anschaut, in ihrem Traum. 13 ist die Aufrufe, das kann sich natürlich ständig verändern, weil sich ja das jetzt verändert, 13.452. Und sie stellt jetzt schon fest, da ist ja eine 13. Wir wissen, der Zahlenwert 13 symbolisiert unter anderem Ahaba, die Liebe. Es ist aber auch Echad, der eine, der erste. Und es ist GHH, das heißt die Heilung. Und dann macht sie jetzt die 45, das ist der Adam, und die 52, der Sohn. Und da ist sie nicht ganz perfekt, weil wir können immer in zwei Schritten gehen. Sie macht jetzt hier bei 45, 52, macht sie sehr wohl die 45 und dann geht sie einen Schritt weiter in die 52. Was sie aber nicht macht, ist hier vorne. Die 13 ist der erste, die Liebe und die Heilung. Und sie überlässt hier die 3, 4, können sie nämlich genauso machen. Und da wissen wir, dass die 3, 4, der Gott ist der Glücksgott Jupiter. 3, 4. Ja. Und dann die 45, der Adam. Das wäre die Reihenfolge. Und dann kommt der Sohn. Okay? Bist du noch dran, Holger? Ja, ja. Gut. Das ist verstanden. Ja. Und das ist jetzt, da wird ein Sprung übersprungen und das ist jetzt, da steht ich, Udo. Sprich ich, Udo, bedeutet grammatikalisch sein Alleinsein, seine Einzigkeit, seine Bestimmung und Besonderheit.
Und ich habe jetzt hier bei dem Udo Jürgens, ich habe so viele Udo Jürgens Lieder. Ich will dir das ganz kurz nochmal zeigen, wenn ich jetzt in ein Liedarchiv reingehe von mir. Die statt ich hier ein. Immer bei 26 Sekunden oder bei 92. Das Leben bist du. Ich will die Lieder nicht laufen lassen, sonst wird es eventuell gespannt. Die 26 hier, achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worte, die Worte werden dann zu Informationen. Ja. Da gibt es keine Zufälle. So, und jetzt schauen wir uns mal den Udo Jürgens genauer an. Das ist Udo. Haben wir gerade schon gehabt. Ich mag es nochmal, dass wir hier, Entschuldigung. Das hatte ich ja, ich, Udo, sprich, grammatikalisch sein Alleinsein, seine Einzigartigkeit. Jetzt machen wir mal den Jürgens. Das ist Jörg. J. Wach ist ja Ü, U und R. Das heißt der Vorsitzende. Interessant, selbst wenn ich die Abkürzung, diese mit dem Punkt denkst du an Abkürzung. Wenn ich das Hebräisch hinschreibe, A, B, K, heißt es dein Vater. Das ist der Vorsitzende. Ja. Das ist Gott. Und in dem Gott, in diesem Geist verbunden, vereinigt in dem einen im Kopf. Das ist dieses Beroschet über mir drüber, dieses Beroschet inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Aber was ist in dem Kopf eigentlich drin? Gens. Gens heißt, zuerst einmal der Archivar, der Kopf des Archivars. Da ist die Schatzkammer, das ist das Bewusstsein, die rote 60. Und in diesem Archiv wird alles aufbewahrt. Jetzt schaust du das griechische Wort Archi noch mit an. Das ist der Beginn, der Anfang von allem. Verborgene Welt ist übrigens 186. Das ist der wirkliche Mensch 186. Zufall? Ich sage immer wieder, wie viel Zufälle wollt ihr noch? Aber ich gehe jetzt noch einen kleinen Schritt weiter. Diese Geschichte habe ich kurz vorher jetzt bröselig gedacht. Habe ich der Nadja erklärt mit ihrer Tochter. Der Anruf hat 26 Minuten, war heute, ist immer heute, 26 Minuten und 43 Sekunden gedauert. Ist sehr interessant. Und da mache ich jetzt hier ein kleines Liedchen. Das macht ich spende es ja auch für immer und dich. Leo Reiser. Du musst jetzt genau hinschauen, diese Kombination, das gilt übrigens für meine ganzen Einträge. 8.23 Uhr, 8 ist die Kollektion mit der 23, die große Kollektion der 23. 26, 43, das ist übrigens der Magier, Mag, der Magier. 8.23 Uhr. Einen Moment. Die 23, ganz einfach. 23 heißt wie ein bewusster Geist. Ja. Hat übrigens den Pyramidenwert 43 rein zufällig. Ja. Das ist, wenn man da genau hinschaut, da heißt es dann in dem, ich habe so oft für dich die Logo, der blaue Udo, und ich biete dir noch einen Regenbogen. Das Ding habe ich ja schon öfters reingestellt. Die meisten sind so oberflächlich. Die meisten Geistesfunken haben da keine Zeit. Die nehmen sich keine Zeit, einen Moment immer wieder zu wiederholen und sich genauer anzuschauen. Fällt dir da was auf? Das ist wichtig. Ja, Entschuldigung. Das hier ist wichtig. Wie glücklich werden jene sein, die mit Christus herrschen, ihn von Angesicht zu Angesicht schauend, werden sie rufen, heilig Jahwe Zebaoth, hier und jetzt Kuppelmeier. Das ist eigentlich hier die Erkenntnis, die einzige Erkenntnis, die wichtig ist. Es geht niemals um irgendwelche ausgedachte Dinge, sondern es dreht sich alles um dich, für immer und dich. Alles andere ist unwichtig. Das heißt, das spitze ich letztendlich ab in Ja. Und Ja ist das hebräische Wort für Gott. Stimmt oder stimmt? Ja.
Darf ich das kurz ergänzen? Als ich den Clip aufgerufen habe, diese 22 Sekunden, war ich genau auch der 26. Anrufer. Jeder hat seinen persönlichen Status, wenn man aufpasst. Und es ist alles gesagt, tausendfach. Ja, Udo. Man naht sich und naht sich ständig, weil man in die Vergessenheit geht. Jede Kleinigkeit, ich sage, es muss nur das Telefon klingeln und dann irgendwas und dann bist du in deinem Kopf schon wieder wo ganz woanders, wie wenn du das Programm umschaltest. Ja, genau. Es ändert nichts daran, dass sich an dir selbst im Laufe deines Lebens nichts verändert. Es gibt eine schöne Metapher in Ich bin du Quadrat, in dieser Schrift. Und zwar am Anfang heißt es, dein Lebensbuch, das du durchlebst, ist ja eigentlich ein Schwamminhalt. Das ist wie ein Programm, ein Buch, das du zu lesen beginnst, ist ja alles, was kommt, steht ja schon da. Und ich sage, du spiegelst das. Du schreibst jeden Gedanken auf in ein Buch. Du schreibst jeden Gedanken auf. Du füllst praktisch dein Leben an und am Ende, wenn du dein Buch am Ende angelangt bist, ich sage immer vom Säugling bis zum Greis, wenn du ein Greis geworden bist und du blätterst zurück, erkennst du, dass das schon beschrieben war. Du hast zwanghaft nur, wie mit einem Griffel, wie in einer Spur, in einer alten Analogschaltplatte, hast du dieses Leben durchlebt und du hattest keine Freiheit. Ein träumender Geist hat keine Freiheit, was er träumt. Die Freiheit beginnt erst, wenn du weißt, dass du ein träumender Geist bist. Solange du dich mit der Figur verwechselst, bist du so frei wie eine KI in einem Videospiel. Und da musst du deine Rolle spielen. Das hat unser großer Charles Manson, Prophet Charles Manson schon erkannt. Jeder muss seine Rolle spielen. Darum sage ich, mach dir keine Gedanken, selbst wenn du jetzt ein Mörder bist. Spiel das, aber spiel es bewusst. Und wie war das gerade? Und wenn du dann im Nachhinein den Film anschaust, dann siehst du dich auf deiner VR-Brille als einen anderen, nämlich als den Mörder. Und der eigentliche Zuschauer, der Stille, ja, der Stille. Adam heißt ja auch der Schweigsame, der Stille, der Rode, der schaut nur. Der mischt sich nicht ein. Der kann sich ja nicht einmischen. Wie will sich das nicht sehen, was einmischen? Es ist die 200 Gramm rote Gnede, die alles mit sich machen lässt. Und jetzt sagen wir, Patsch.